Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. An der Schwelle zu einem neuen Jahr, lasst uns beten mit Worten meines Psalms. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ewiger Gott, aus deinen Händen kam das alte Jahr. In deine Hände legen wir es wieder. Lass vergangen sein, was ärgerlich, quälend und böse war. Lass wachsen und Frucht bringen, was in deinem Namen begann. Richte unseren Blick von der Vergänglichkeit dieser Welt auf das Kommen deines Sohnes, unseres Herrn. Amen. Thank you.
Die Jahreslosung für 2021 wurde schon vor längerer Zeit ausgesucht. Da gab es noch kein Corona. Sie kommt aus dem Lukasevangelium im 6. Kapitel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich mag es nicht, wenn es so aussieht, als würde zwischen Himmel und Erde kein Unterschied gemacht. Zwischen Himmel und Erde ist bekanntlich ein himmelweiter Unterschied. Dabei mache ich selbst manchmal keinen so großen Unterschied zwischen Himmel und Erde. Die Corona-Krise, das Virus und seine Folgen scheinen vielfach unbarmherzig zu sein. Die Frau, die ihren sterbenden Mann im Krankenhaus nicht besuchen darf, weil er Corona hat, und sie auch. Was für sich allein nicht wirklich logisch ist, aber den Regeln entspricht. Der Schausteller, der den ganzen Sommer kein Fest beschicken konnte mit seinem Kinderzirkus und nicht unter die Kriterien für staatliche Hilfen fällt. Die Kinder, die zu Hause sitzen, weil sie nicht in die Schule können und besser auch nicht zu ihren Freunden, weil Mama eine Risikogesundheit hat. Diese ganze Unbarmherzigkeit mache ich nicht nur dem Virus hier auf der Erde, sondern auch dem Himmel zum Vorwurf. Gott, warum lässt du das alles zu? Und trotzdem glaube ich an einen barmherzigen Gott, der seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, weil es eben doch einen himmelweiten Unterschied macht zwischen Himmel und Erde und er nicht nur im Himmel die Dinge in Ordnung bringen wollte. Damals, das haben wir jetzt gerade wieder in der Corona-Weihnacht gehört, haben die Engel im Himmel möglicherweise gesungen. Es ist nicht bekannt, ob aus voller Kehle, im Brustton der Überzeugung oder mehr mit einer Kopfstimme, fein gehaucht und mehr im Modus der Sehnsucht und der Hoffnung. Sie haben jedenfalls gesungen, heißt es. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Womit der Unterschied zwischen oben und unten, oder sollten wir lieber sagen, der Unterschied zwischen dort und hier, durchaus auf den Punkt gebracht wäre. Ich glaube an einen barmherzigen Gott. Ich möchte auch, dass wir uns diese Barmherzigkeit auch in den unbarmherzigsten Momenten unseres Lebens gefallen lassen. So dass wir vielleicht etwas von dieser Barmherzigkeit annehmen können. Das ist ja gar nicht so einfach. Dass wir sie also annehmen können und für uns selbst etwas draus machen, mit uns selber barmherzig sind. Und öfter auch mit anderen. Nicht, weil wir Gott irgendwie gleich werden können. Schon gar nicht aus eigenem Vermögen. Es aber interessant sein kann, etwas von Gott im eigenen Leben wiederzufinden. Von wegen Sehnsucht. Es könnte sein, dass das kommende Jahr großes Potenzial hat, als Jahr der Barmherzigkeit in die Geschichte einzugehen. Oder wenn man etwas vorsichtiger ist, zumindest festzustellen, es wird im neuen Jahr viel Gelegenheit zu Barmherzigkeit und Solidarität geben.
wo wir also nicht nur für uns selber sorgen, sondern das große Ganze im Blick haben. Und darum auch nicht nur unsere eigenen Sorgen und Angelegenheiten im Blick haben, die Corona-Pandemie und andere Massenerkrankungen in Afrika und Asien, die mangelnden Lebenschancen und Benachteiligungen bestimmter Gruppen, die häusliche Gewalt oder die Einsamkeit. Es könnte ein Jahr der Barmherzigkeit werden. Wir brauchen aber wohl noch etwas Fantasie, wie wir anderen helfen können. Die möge Gott uns dazu schenken. Amen. Lasst uns beten. Gott, Herr der Zeit und der Ewigkeit, Schöpfer von Himmel und Erde, am Jahreswechsel nimmt die Unsicherheit zu. Was wird die Zukunft bringen? Lass uns gewiss sein, dass es deine Zukunft ist. Du bist der kommende Herr, dein Reich komme. Alle Täuflinge, Brautpaare, auch die Konfirmanden des vergangenen Jahres, legen wir dir ans Herz. Sei weiterhin bei ihnen. Wir bitten für alle Kinder dieser Welt, deren Zukunft unsicher ist. Herr, erbarme dich. Wir bitten für die Opfer von Krieg und Gewalt. Herr, erbarme dich. Wir bitten für Familien, in denen Dinge falsch gelaufen sind, wo Schuld und Scham das Leben schwer machen. Herr, erbarme dich. Wir bitten für gesundheitliche und wirtschaftliche Opfer der Corona-Pandemie und anderer Seuchen. Herr, erbarme dich. Wir bitten für diese Welt, ihr Klima, die Gesundheit von Wasser, Boden und Luft, dass es gelingt, mehr darauf zu achten. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die sich einen neuen Anfang wünschen. Lass deine Gnade walten. Herr, erbarme dich. Lasst uns gemeinsam weiterbeten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei uns gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.